muss nach oben. Ja. Sollen wir die Bremsen lösen? Schönen guten Tag. Mein Name ist Hildrun Knuth. Ich bin Bezirksbeauftragte für Menschen mit Behinderung in Berlin-Mitte. Dr. Rainer Fisch hatte ich ein wirklich sehr interessantes Vorgespräch zum Thema Denkmalschutz. Er ist Bezirksreferent vom Landesdenkmalamt. Haben Sie quasi diese Stimmung noch mal bestärkt? Letztlich ist es selbstverständlich, alle sind sich einig, wir alle wollen Barrierefreiheit und Denkmalschutz vereinen und das ist auch gar keine große Schwierigkeit. Warum, sagt dann Frau Knuth, sie kennt eher schlechte als gute Beispiele, und warum haben dann doch die meisten Menschen mit einer Beeinträchtigung das Gefühl, Barrierefreiheit ist weitgehend noch nicht umgesetzt? Wie kommt es zu dieser Diskrepanz? Körperlichen oder geistigen Einschränkungen. Wir wollen, dass Sportanlagen möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht werden, und dazu müssen sie natürlich auch barrierefrei und inklusiv gemacht werden, so es denn möglich ist. Der Kriterienkatalog, der vom Netzwerk erstellt wurde, so umfassend, dass ein denkmalgeschütztes Gebäude fast gar nicht die Kriterien erfüllen könnte. Ja? Weil, und das ist genau das, was ich meine. Da müsste man sich die Frage stellen, steht das Gebäude, ist das Gebäude wichtiger als der Mensch, der das Gebäude nutzt? Und diese kreativen Ideen, die gesucht werden müssen, die gilt es im Endeffekt gemeinsam zu erarbeiten. Und also